Herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Kalt geworden, oder? Richtig kalt. Richtig kalt. Ich habe gehört, am Wochenende soll es sogar schneien. Es ist so kalt auf einmal, ganz Berlin zittert und jetzt kommt auch noch die Kälte dazu, ja? Es ist wirklich so. In den Kotzepfützen am Kotti ist schon wieder Blitzeis. Ja? Ich habe in die ein oder anderen Innenhöfe schon reingeschaut, da stehen die Leute wieder um brennende Reifen herum. Gut, das machen wir auch im Sommer, aber jetzt sind es Winterreifen, ja? Das ist so, oder? Es ist Sommer und dann macht es zack und dann ist es Winter. Es gibt gar keinen Herbst mehr. Ich meine, bevor ich mich jetzt hier äußere zum Thema Klimawandel und also überhaupt wichtige Themen, dann muss ich erstmal Richard David Precht fragen, ob das alles stimmt. Ja? Ob das stimmt, was ich gesagt habe. Jetzt mal eine Sache mal. Markus Lanz und Richard David Precht. Jetzt mal so von uns hier, stellvertretend ich als einer, ein Abgesandter, mal an euren Podcast. Wenn es einen Podcast gibt in Deutschland, der zusammenhangslosen Scheiß redet, ja, dann ist das immer noch Baywatch Berlin. Ja, haltet euch da zurück! So. Ich habe jetzt was ganz anderes und da möchte ich mal kurz drüber sprechen, weil ich bin ja, wie vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere weiß, Alien-Fan. Ich glaube, sie kommen demnächst und ich bin gut vorbereitet. Ich habe hier nie schlecht über die geredet und so weiter. Aber dass sich jetzt so die ersten Zeichen schon mal ankündigen, das nutzen natürlich diverse Firmen jetzt aus und probieren da Kapital draus zu schlagen, dass die Aliens hier bald landen. Und jetzt gibt es diese Firma Ring. Ich glaube, die gehört zu Amazon und die machen so Kameras. Und die haben jetzt gesagt, wer jetzt mit seiner Hauskamera einen Alien filmt, kriegt von denen $1 Million. Nee. Ja, ich halte das jetzt nicht für sinnvoll. Das tut dieser ganzen Entwicklung da jetzt, auch praktisch in der Kommunikation mit den Aliens, jetzt über Eck so, tut das doch nicht gut. Und auch überhaupt, ich meine, wir wohnen in Berlin. Da würde ich niemandem empfehlen, nachts zu filmen, was vor der Haustür passiert. Ja? Ganz ehrlich, also das Beste, was passieren kann, ist, dass einer draufpisst und danach das Ganze aufisst. Ja? Du kannst ein angefressenes Stück Pizza an die Tür hängen, das ist am nächsten Morgen geklaut. Und auch überhaupt, ne? Muss man jetzt aufpassen, wenn ihr sagt, ich mache da mit, mir geht es dann um 1 Million, mir ist das jetzt mit den Aliens egal, da steht da so ein kleines zittriges Wesen vor euch, redet irgendwie unverständlichen Quatsch, weiß nicht, was es soll, wer es ist, wo es ist. Nicht gleich als Alien abstempeln, es könnte auch Wolfgang Job sein, ja? Liebe Grüße. War nur ein Spaß. Liebe Aliens, falls ihr das jetzt hört hier, vielleicht mit dem alten Verstärker von Uri Geller, vielleicht haben wir den ja noch ja. Oben auf dem ProSieben-Dach. Falls ihr das jetzt hört, kommt einfach, wir machen ein Video, machen wir halbe, ja? Okay. Es gibt noch einen anderen wunderbaren Geburtstag, den ich feiern möchte. Disney wird 100 Jahre alt. Ist das nicht schön? So eine tolle Party. So. Was für eine harte Party muss das gewesen sein? Bis 3 Uhr morgens hat sich da Winnie the Pooh da reingeschraubt. Ich stelle mir das richtig toll vor. Das sind so kleine, süße Nagetiere, die irgendwie im menschlichen Umfeld sich aufhalten und alle verstehen sich gut. Kennt man sonst nur von Burger King eigentlich, ne? Was schenkt man Disney, wenn sie 100 Jahre alt werden? Was hätten die gerne? Richtig, Geld. Ja? Herzlich willkommen zu Late Night Berlin, hier sind Gloria.